Herr Sparmer, schämen Sie sich! Räumen Sie den Tisch frei bei uns! Wir machen das besser als Sie und als die ganzen anderen Politclowns hier in der BRD sowieso allemal! Herr Sparmer, schämen Sie sich! Räumen Sie den Tisch frei bei uns!
Die Polizei ist ja nicht mehr in der Lage zu helfen in Deutschland. Täglich häufen sich die Einzelfälle. Sogenannte Politiker empfehlen eine Armlänge Abstand. Das ist eine Unverschämtheit. Vor allem den wehrlosen, schutzlosen Frauen gegenüber. Auch aus anderen Städten hört man Ähnliches. Aus Bornheim zum Beispiel, da komme ich her. Wir haben nur ganze 150 Asylbewerber in dem Heim. Wie kann das denn sein, dass wir angeblich in Kriegsflüchtlinge hinkommen und dann ihre Erektion im Schwimmbad zeigen, mit Frauen Aquagymnastik machen? Wie pervers sind sie denn bitte? Und unser rückgratloser Sozialdezernent Marco Schlappka ist eingeknickt, nachdem er erst den muslimischen Invasoren Einhalt geboten hat und ein Verbot ausgesprochen hat, ist eingeknickt, nachdem die Presse ein bisschen rumgeweint hat, hat das Verbot zurückgenommen. Das ist eine Frechheit. Auch der gehört aus dem Amt genommen. Bravo! Merkel muss weg! Merkel muss weg! Merkel muss weg! Merkel muss weg! Wir müssen aufstehen und so lange auf die Straße gehen, bis sich was ändert, koste es, was es wolle. Und wenn es unsere Freiheit ist, wenn sie uns wegsperren, weil wir ihnen zu unbequem sind, lass uns ein Feuer sein, brennend und heiß im Herzen, im Kampf um unser heiliges Deutschland, im Kampf um unser heiliges Europa. Lass es uns unseren Körpern gleich tun, die so viel entbehrt haben, ihre ganze Jugend, ihr ganzes Leben. Lass es uns ihnen gleich tun und aufstehen gegen dieses System mit der wovon im Grundgesetz unter Artikel 20 Absatz 4 die Rede ist. Wir müssen jetzt aktiven Widerstand leisten. Sie wollen das letzte bisschen Deutschland abschaffen, das wir noch kennen. Das lassen wir nicht zu. Was wir brauchen, ist eine Revolution auf allen Ebenen. Wir sind das Licht in einer finsteren Zeit. Vielen Dank, Freunde, das war's von mir. Wir hören uns bestimmt später noch einmal. Ich würde sagen, wir laufen jetzt erstmal los.